Einfach einen schönen guten Tag. Wir sind das erste Mal im neuen Spiel World of Warships Legends. Ja, seit dem 16. April kann man dieses Spiel umsonst auf der PlayStation und auf der Xbox spielen und ich würde es jedem empfehlen, denn mir macht es sehr viel Spaß. Was ist World of Warships Legend? Viele würden sagen, das ist ein 1:1 Import von dem PC-Spiel World of Warships. Das stimmt nicht ganz, denn dieses Spiel wurde wirklich für die PlayStation und für die Xbox natürlich komplett überarbeitet und etwas auch verändert. Der Forschungsbaum ist auf jeden Fall ein bisschen anders und so weiter und so fort. Also dementsprechend kein 1:1 Kopie, aber natürlich nimmt man hier die Erfahrung und so weiter von anderen Spielen auf und das funktioniert dann natürlich sehr, sehr gut. Genau. Was bietet uns dieses Spiel? Also, dieses Spiel bietet uns Seeschlachten. Seeschlachten mit verschiedenen Nationen. Aktuell sehe ich hier zwei, die Amerikaner, die Japaner und die Briten dabei. Auf dem PC sind dann noch die Deutschen, die Russen, die Franzosen und ich weiß gar nicht, wer noch dabei. Also ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Ich habe es damals, wo es rausgekommen ist, sehr viel gespielt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und mich persönlich freut es, dass auf der PlayStation das es gibt, weil das ist so ein locker flockiges Spiel. Da macht man einfach mal und nächste Runde und ja, das macht sehr viel Spaß. Ich kann es empfehlen. Ich habe jetzt zwei Runden gespielt und es ist echt cool. Also ich habe erst angefangen mit der USS Albany, dann die Chikuma und jetzt komme ich mit der Weymouth ran. Muss ich mal gucken, wie ich jetzt mit diesem Schiff spiele. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mit dem Briten spiele. Genau, wollte eigentlich die Runde mit der Chikuma aufnehmen, aber leider Gottes habe ich da etwas verkehrt geklickert, das natürlich auch nicht so gut ist, genau. Eigentlich ganz leicht, ihr fangt an, geht ins Spiel rein und dann sagt er erstmal, das Spiel sagt euch dann, okay, spielt erstmal gegen KI. Oben links in der Ecke seht ihr, wir spielen gegen KI. Die ersten Runden werdet ihr gegen KI spielen. Die KI ist nicht vollkommen dämlich, die KI ist aber auch nicht total überlegen. Es ist ausgeglichen, sage ich mal. In der Regel gewinnt man aber, muss man auch fairerweise sagen. Aber was ja auch nicht schlecht ist, man kann so ein bisschen seine Fahrzeuge oder seine Schiffe kennenlernen. Mir macht es sehr viel Spaß. Oben rechts in der Ecke seht ihr einmal kurz den Benutzernamen von eurem Konto. In der Regel ist es euer PlayStation-User, ne? Bei mir ist Move84. Danach seht ihr auf der linken Seite die Nummer 3, das heißt das Level, was ihr im Moment habt. Level 3 heißt, dass ihr, wenn ihr höher kommt nachher vom Level, könnt ihr nachher neue Modis freischalten und so weiter und so fort. Daneben 2 Tage Premium-Zeit kriegt man zum Anfang geschenkt, ist auch ganz nett. Daneben 21.333k, also 1000 so gesehen, Geld habe ich momentan. Und daneben werden dann die Goldstücke oder wie auch immer die ja in dem Spiel heißen. Das ist quasi die Premium-Währung. Das Spiel kann man umsonst spielen, man kann natürlich Geld investieren, um schneller voranzukommen. Ich werde mir das jetzt erstmal anschauen und dann gucken wir mal, wie es dann so weitergeht. Genau. Ja, Schiffe selber. Wie gesagt, es gibt insgesamt 4 Schiffstypen, sofern sie das alles so übernommen haben von den Konsolen. Das kann ich jetzt noch gar nicht ganz genau sagen. Wir werden es dann mal sehen. Auf jeden Fall sind das hier halt Kreuzer, dann gibt es Zerstörer und Schlachtschiffe in der Regel. Flugzeugträger gibt es naja auch. Und ja. Das war es dann eigentlich soweit. Genau. Man muss dann mal gucken. Also, Schiffe haben halt Hauptgeschütze, Sekundärgeschütze. Bei den Anfangen ist das erstmal ganz, ganz, ganz simpel aufgebaut und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Genau. So. Dieses englische Schiff jetzt hier, also sieht auch echt schick aus, muss ich sagen. Kann man noch ranzoomen? Ne? Das geht nicht. Ne, ne. Oh, schade. Manchmal kann man ja so ein bisschen umklickern, aber das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Seht ihr da jetzt einen Bonus für den ersten Sieg auf der linken Seite? Also, sieht man auch also Level 1, ne? Dann ein Kreuzer, dann sieht man noch neben der 1, sieht man dann noch das Symbol für den Kreuzer, also dieser Pfeil mit dem einen Strich durch quasi. Dann seht ihr die Munition, diese verschießt panzerbrechende Granaten, sonst gibt es auch hier, das sind Brandgranaten. Verbrauchsmaterialien, das ist dann einmal ein Feuerlöscher bzw. eine Werkzeugkiste. Da kann man dann Sachen, wenn Module beschädigt sind etc., kann man die damit reparieren. Die haben eine Abklingzeit. Und unten gibt es dann noch Verbesserungen. Ihr seht hier, mit diesen beiden Schiffen habe ich schon jeweils eine Verbesserung. Das heißt, ich kann weiter schießen mit den Dingern. Genau. Ist nicht ganz so komplex aktuell wie auf dem PC. Muss es aber auch nicht gar nicht sein. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Genau. So, dann gehen wir mal ins Spiel rein und dann zeigen wir uns gleich mal, was sonst noch so kommt. Also, einfach mit X nachher auswählen und startet ihr erstmal ganz easy das erste Spiel. Die Ladezeiten sind bis jetzt auch echt ganz gut. Deshalb lasse ich das jetzt einfach mal so vom Schnitt her. Also, da gibt es durchaus Spiele, die sind wesentlich schlechter. Wir spielen auf der Karte Polar, Basis erobern, da seht ihr jetzt unten links in der Ecke, 37 Sekunden geht das los. Wir können aber schon ins Spiel reingehen mit der Taste X, was wir jetzt natürlich machen. Dann sehen wir unser Spiel, oben läuft die Zeit weiter in der Mitte. Links und rechts sehen wir dann jeweils die Anzahl der gegnerischen Teams, das sind 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9, genau auf jeder Seite. Und jetzt habe ich hier rechts zum Beispiel ganz meinen Speed, also ich kann sagen, ich will hier Full Speed, 3 Viertel, einen halben, ein Viertel, Stopp und zurück. Und ja,
Das funktioniert eigentlich ganz gut, genau. Links habe ich dann mit, wenn ich den Steuerkreuz nach links drücke, habe ich mein Reparaturkit. Ganz links sehe ich dann noch meine Lebensanzeige. Also 14.200 Strukturpunkte habe ich so gesehen und dann gucken wir mal, wie es dann so weitergeht. So, es geht jetzt gleich sofort los, nämlich jetzt. Die Schlacht beginnt, genau. Lenken tue ich das Ganze einfach mit dem linken Stick so rum. Das ist natürlich ein langsames Fahrzeug, ne? Also das ist kein Motorboot oder irgendwie sowas, sondern kein Speedboot. Dementsprechend gucken wir mal. Ich persönlich fahre immer so ein bisschen, ich fahre nie vor komplett vorne rein, dann bringt das nichts. So, wenn wir ranzoomen mit der Taste L2, dann sehen wir hier die maximale Reichweite, die wir schießen können. Das sind also 9,18 Kilometer. Und die Geschosse würden fliegen 7,25 Sekunden bis dahin. Da kann man sich so ein bisschen dran orientieren, dass das passt, genau. So fahren wir momentan unten 26 Knoten, sieht man unten links, rechts in der Ecke. Genau, Hauptbarre ist ausgewählt, Panzerbrechner-Granaten, das kann man später alles umschalten, aber zum Anfang ist es erstmal so. Panzerbrechner-Granaten, ja, durchschlagen halt, so gesehen die Panzerung, setzen aber in der Regel nichts in Brand, genau. Oben links auf der Karte sieht man dann auch, wo das Schiff gerade lang fährt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Felsen zusteuere, dann sagt mir das Schiff, das dann auch vorher. Meistens kann man dann reagieren. Also Schlachtschiffe sind dann meistens etwas schwieriger. Die mögen das nicht so ganz. So, da vorne ist der erste Gegner aufgepoppt. Ihr habt ihn jetzt ausgewählt. Das heißt, ich bleibe mit der Kamera auf ihm drauf. Das ist ja sehr, sehr praktisch. Mach mal. So, fahren wir so ein bisschen nach links. Da sind noch mehr. Ah, Mist, da konnten wir jetzt nicht mehr rein. Dem ist nicht schlimm. Wir nehmen einfach mal da hinten. Ah, der ist auch hinterm Berg. Okay, sollen sie machen. Er ist jetzt 5,6 Kilometer. So. So, wir geben ihm erstmal eine volle Ladung. Einfach R2 drücken. Und da haben wir ihn schon ganz gut getroffen. Bisschen anvisieren hier. Und da fliegen die Granaten. Richtig. Oh, 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 oh. Nicht schlecht, Kollege. Jetzt werden wir natürlich aufs Korn genommen. Da haben wir auch schon ein, zwei Treffer bekommen. Oh, ich gebe mal ein bisschen Magie hier, damit ich schnell wieder wegkomme hier. Aber der wird auch rausgenommen. Ihr seht jetzt aktuell, dass ich entdeckt wurde. Das heißt, ja, der Gegner sieht mich, so wie ich den jetzt gerade sehe. So, wir sind jetzt hier erstmal weg. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Da kommt der nächste Gegner für uns. Warten, bis der Eisberg weg ist. Und da fliegen die Granaten auch schon durch. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt werde ich gleich irgendwo drauf fahren. Deshalb lenke ich mal ganz stark nach rechts. Ich guck mal gerade. Oh, 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 oh. Ganz schnell zurückfahren hier bitte. Wenn man steht, ist man natürlich ein leichtes Ziel. Jetzt werde ich Landgang haben. Kollision sieht man da, sehr schön. Gar nicht gesehen, ob es jetzt was gezogen hat oder nicht. Aber, oh, jetzt kriegen wir mal richtig einen mit hier. Der hat ganz schön viele Geschütze hier, der kleine Mann. Jetzt gebe ich wieder Vollgas, dass ich hier ein bisschen wegkomme. So, der Kollege da vorne gibt auf jeden Fall erstmal schön. Der hat noch richtig gefressen. Sehr schön. Sehr schön. Ist aber ganz schnell weg hier. Da sind noch ein paar Kollegen hier, die natürlich auch nochmal einen mit wollen. Ein bisschen umlenken hier, damit wir auch. Dadurch, dass das Schiff jetzt nicht so schön dreht, kann ich natürlich alle meine Geschütze einmal so durchgehen. Aber so ein paar Geschütze waren gerade daneben. Ist nicht schlimm. So, Kollege hier vorne. Jetzt müssen wir bemerken, dass wir natürlich nach vorne schießen. Das heißt, das Schiff vor uns fährt natürlich weg vor uns. Aber der... jetzt hat er richtig Fresse. Sehr schön. Ah, dreht sich ein bisschen weg. Das ist manchmal gar nicht so leicht zu treffen. Jetzt explodiert er, oder? Ja, haben wir einen ersten Kill hier rausgeholt. Sehr schön. Okay, der haut da ab gerade. Das ist nicht schlimm. Ah. Mal schön einlenken hier. Man sieht dann immer diese kleinen weißen, diese gelben Dinger. Das sind die Geschütze, die sich dann eindrehen. Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Gehen wir jetzt mal. Ah, kriegt auf jeden Fall einen mit. Vielleicht nicht ganz so viel. Oh, ja doch, wenigstens ein Treffer noch. Man kann natürlich auch auf die Module zielen, dann ist teilweise die Lenkung defekt oder was auch immer. Also das funktioniert auch sehr gut. So. Dann haben wir gerade ein bisschen Pause, was natürlich auch mal ganz nett ist. Da oben mit schönen Basiseroberung beginnt Gegner. Oh, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Gas machen. Nicht, dass wir ihn noch verlieren. Also ihr seht auf jeden Fall, das sind alles KIs. Das ist eine Übersicht hier. Ah, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Unser Team hat die Führung übernommen. Sehr schön, so. Da vorne, also so Stillstand ist immer gefährlich bei dem Spiel. Kann ich nicht wirklich empfehlen.
brennt der. Ja. Der hat richtig Party. Hier noch reinrennen, dass ich mehr Geschütze bekommen kann. Unten muss man immer die Ausrichtung des Schiffes sehen. Eine Querfahrt ist natürlich immer ganz schön, aber man muss natürlich auch bedenken, dass man dann ein größeres Tief in den Gegner abgibt. Bisschen höher zielen. Schöner Treffer. Und da ist er richtig schön geplatzt gerade. Jetzt geht's hier natürlich weiter. Hab ich schon. Und da geht die Granate. Ah, Mist, leider den Kill nicht bekommen. Aber das ist nicht schlimm, das muss man auch gar nicht bei diesem Spiel. Das reicht teilweise, wenn man da ordentlich draufballert. Da kriegt man genauso viele Punkte. Weil der Schaden nämlich gezählt wird. Oben rechts in der Ecke sehen wir jetzt den Schaden. Man kann auch so von außen ziehen, man muss gar nicht reinzoomen, aber meistens hat man eher zwei dann durchgedrückt. Und da fliegt dann die Luft. Und wir haben das Gefecht gewonnen. Sehr schön. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt auch nicht die erste Runde gegen KIs. Da, wenn ihr da gewinnt, dann könnt ihr euch natürlich auf die Schulter klopfen, aber erwartet bitte nicht zu viel, genau. So, alle gegnerischen Kriegsschiffe wurden zerstört. Also man hat zwei Möglichkeiten dabei, bin ich oben eben gerade darauf eingegangen. Entweder kann man per Punkten gewinnen oder man vernichtet das gegnerische Team. Wie eigentlich in fast allen Online-Spielen, die man irgendwie gegeneinander spielt, genau. Oben rechts nochmal Polar auf der Karte, KI. Heute ist der 17.04.2019 und es ist gerade 15.42 Uhr. Als Beispiel. Sehr schön. Die Sonne scheint. Das steht da nicht, aber halt auch das ist so wahr. Genau. Während des Gefechts erhalten, jetzt sieht man da die Forschungspunkte und Geld. Also erstes Geld 8.382 und die Forschungspunkte 1.525. Bonus-EP für den ersten Sieg des Tages, mal 1,5 gibt es immer dabei. Das ist immer sehr nett. Gefechtsleistung 29.452. Schaden haben wir ausgeteilt. Wir haben 58 Mal getroffen und ein Schiff versenkt. Teamergebnis. Also mit R1 einmal durchschalten. Wir sind auf Platz 1 mit 242 Forschungspunkten, die wir dazu bekommen haben. Ja, bin ich eigentlich mit ganz zufrieden. Genau. Durchgehen. Levelaufstieg. Wir sind jetzt Level 4. Also ist mein drittes Match gewesen und man ist Level 4. Sehr schön. Oh, Levelaufstieg. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Stufe 4 des Wehrpasses erreicht. Standardgefechte treten Sie in zufällig zusammengestellten Teams gegen andere Spieler an. Die Menge der in Standardgefecht verdienten Kreditpunkte und EP ist deutlich höher. Aha, Sie können den Gefechtstyp auswählen, bevor Sie in die Schlacht ziehen. Viel Spaß mit Ihren Belohnungen. 250 Golden, was auch immer, bei Einheiten. Sehr schön, wir haben das verstanden. So, jetzt haben wir natürlich erstmal die Möglichkeit, dass wir das hier auswählen können. Bestimmt kann man das jetzt gleich noch irgendwo Gefecht hier vielleicht in die Division einladen. Aber wir gucken gleich mal. Also wir haben jetzt auf jeden Fall dieses Schiff hier, was wir jetzt erstmal mit der Quadrattaste verbessern können. Das heißt, wir gehen hier rein und können jetzt die Reichweite um 10% erhöhen. Dann haben wir eine Reichweite von 10 Kilometern. Das ist meiner Meinung nach erstmal die beste Reichweite, die man hier haben kann. Reichweite ist sehr, sehr wichtig, aber auch nicht alles. Das bringt natürlich nichts, wenn ihr nur eine Kanone habt, die schießt dann über die halbe Karte und ihr trefft damit nichts. Also da muss man auch immer bedenken dabei. Also es ist auf jeden Fall immer mal so, mal so. So. Ah, okay, jetzt kann ich mir da hinten was freischalten lassen. So viel dann dazu. Dann nehme ich einfach mal die Albany. Achso, das war jetzt verkehrt. Nee. Ach, Mist. Nein, ich will zurück. Ja, das geht natürlich jetzt nicht. Ja, egal. Ich spiele mal gerade die Runde und dann gehe ich nochmal zurück. Bis gleich. So, da sind wir wieder im Spiel. Also gerade ein bisschen Fail, aber auch das gehört dazu. Im Momentan, das Schiff ist noch im Gefecht drin, weil ich bin direkt rausgegangen. Es geht zum Zeigen gerade schneller. Also, jetzt weiß ich auch, wie es geht. Nämlich, wir drücken hier einfach die Kreistaste, dass wir zurückkommen und können dann da gegen das Standardgefecht antreten. Dann haben wir hier die gleiche Auswahl. Oben links seht ihr jetzt Standard. Das heißt, wir spielen einfach gegen andere Mitspieler natürlich. So, das funktioniert auch sehr gut. Und wenn man jetzt nochmal auf Kreis drückt, dann kommt hier sogar der Punkt Schiffe. Schiffe ansehen, freischalten und kaufen. Das ist doch genau das, was wir wollen. Hier sehen wir den Forschungsbaum von World of Warships Legends. Und ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das geht bis Rang 7 dabei aktuell. Und Iowa-Klasse ist natürlich dann das fetteste Schlachtschiff, was die Amerikaner aktuell zu bieten haben. Sehr, sehr nett, wenn ich das mal so sagen darf. Genau. Ansonsten ist hier die Albany, St. Louis ist wirklich, die kenne ich noch aus World of Warships, die ist wirklich witzig, kann ich echt empfehlen. Ja, und da muss man einfach mal gucken, wie es dann so weitergeht. Hier sieht man dann auch die Kreuzer in der Mitte, ne? Hier unten kann ich dann auf die von der Phoenix auf die Wyoming gehen. Die Wyoming selber ist das erste Schlachtschiff der Amerikaner, kann dann die New York, die New Mexico, Colorado und die Iowa-Klasse nehmen.
Iowa-Klasse selber, weiß ich nicht, spielt mal, nee, guckt den Film Alarmstufe Rot 1. Da zum Beispiel geht es um die Iowa-Klasse dann dabei. Habe ich auch mal live gesehen, nämlich in, weiß ich, wie heißt der Hafen nochmal? Da war ich auf jeden Fall. So ein Schiff habe ich mal live gesehen, das ist ziemlich krass dabei. In, ach, Mann, amerikanische Ostküste. Mist, ich komme nicht drauf. Ein riesiger Navy-Hafen ist da. Auf jeden Fall, da standen wir direkt daneben. Also, das war ziemlich cool. Also, das Schiff ist sehr, sehr beeindruckend. So. Und hier oben, gerade mal gucken. Ach, genau. Ah, interessant. Die Flugzeugträger sehe ich hier noch gar nicht. Vielleicht kommen die noch. Interessant. Auf jeden Fall sind hier oben dann noch die Zerstörer dran dabei, ne? Die man dann annehmen kann. Werde ich euch alles nochmal genau zeigen. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Das gleiche natürlich bei den Japanern. Und hier ist dann das letzte, die Amagi. Leider Gottes nicht die Yamato, aber die kommt bestimmt hier, die Fuso und die Nagato. Die hatte ich auch. Genau. Hier ist dann die Queen Elizabeth. Diesmal kein Kreuzfahrtschiff. King George. Ja, mal gucken. Also wie das dann so wird. Genau. Achso, hier geht es dann nur bis Rang 3 auf den Kreuzern dabei. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Hier kann ich dann noch das Ding jetzt kaufen direkt. Hier, das müsste ich erst freischalten dann dabei. Erreichen Sie mit dem vorigen Schiff und den letzten Meilenstein, um diesen Schiff freizuschalten. Ja, bin ich sehr interessant oder sehr gespannt, wie das dann funktionieren wird. Ich gehe jetzt erstmal hier drauf und dann gucken wir uns das mal an. Genau. Ja, World of Warships Legend. Für umsonst im PlayStation Store bzw. im Xbox Store aktuell zu haben, lädt man relativ schnell runter, sofern die Internetverbindung es zulässt. Und spielen ist ganz leicht, unverbindlich, es kostet nichts. Ich würde auf jeden Fall mal reinschauen. Im schlimmsten Fall findet ihr es nicht so gut, dann deinstalliert das wieder ganz einfach. So, wo ist das dann? Genau. Ansonsten, also mir macht es erstmal Spaß. Das ist für schnelle Gefechte, die Ladezeiten sind ordentlich. Die erste Mal starten vom Spiel hat relativ lange gedauert. Ich werde das nochmal im Auge behalten, ob das wirklich so ist oder so bleibt. Aber ansonsten bin ich damit wirklich voll und ganz zufrieden. Und ja, ist witzig. Also ich habe echt lange drauf gewartet, hat auch lange jetzt hingezogen. Aber ich finde das cool. Ich mag solche Spiele, weil die halt so schnell gehen. Ich mache die an, klack, eine Runde, zwei Runden, weiter geht's. Ne? Also dann irgendwie, wenn man muss schnell weg oder sowas. Und dann sagt man jetzt so, boah, jetzt habe ich auch noch 20 Minuten, was mache ich jetzt? Ne? Oder 15 vielleicht. Da spielt auch eine Runde in 15 Minuten. Das längste, was man dauert, ist vielleicht das PlayStation starten manchmal. Naja, ist dann so. Genau. Ja, viel Spaß dabei und ja, mal gucken, wie es dann weitergehen wird bei World of Warships Legends. Bis denn dann und vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, mal gucken. Bin mal gespannt, ob der eine oder andere es vielleicht auch spielen will. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.